Olympia Prep Wien Tag 2 Full Day of Eating. Let's go, Friends. Manchmal nur Servus TV geschaut, Alter. Ein bisschen ernst, das ist groß. Rein in die gute Stube. Was ist denn hier? Ist eine Eiszeit ausgebrochen, oder was? Ich habe keine Ahnung von Klima, sondern ich dachte 22 Grad, ist warm. Ich warte ja schon eine halbe Stunde auf den Marco. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ihn direkt angerufen, dass ich wach geworden bin. Genau, gib mir noch zwei Knochen. Genau so sieht's aus. Und Lead Stack, Omega 3, Vitamin D3, Magnesium. Ich würde es aufteilen. Magnesium, Vitamin D3 und Omega würde ich vorm Schlafen nehmen. Athletestack, also so mache ich es, Athletestack nehme ich nach der ersten Mahlzeit. Manchmal auch nach irgendeiner anderen Mahlzeit, aber die anderen Sachen würde ich vor dem Schlafen nehmen. Gauner, danke dir für das Abo an die Community. Geworden bin, weil wir wollten ja alles so real wie möglich machen heute, denn es ist Full Day of Eating Zeit, es ist ein weiter Tag in Wien, ein weiter... Den Gerstenkorn oder ist er gerade erst aufgestanden? Toller Tag in Wien. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das Ganze unterwegs so handhab, weil die Full Day of Eatings daheim, die kennt ihr. Alice, die kennt da nichts und macht da alles ready. Und unterwegs bin ich so halb auf mich angewiesen. Deswegen wird auf jeden Fall ein spaßiger Tag. Das Gym, in dem die beiden trainiert haben, Urs und Stefan, richtig nice, ne? Da sind brutale Geräte. Mit Servus TV in Wien. Ne, in Stockholm. Das glaube ich. Sind wir gerade hier in Salzburg mit Richard Schwarz. Aber ich starte rein in den Tag mit nicht 700, sondern 739 Milliliter Wasser. Das ist immer die... Was ist das denn für ein Shaker, Digga? Die erste Amtszahl, ja gut, die erste Amtszahl war was anderes, aber das könnt ihr euch denken. Ich habe meinen Körper schon so eingestellt, dass der... Ich wache morgens auf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so richtig Durst schon und viele von euch oder es berichten mir auch bei Litsche, die kann morgens nicht so viel trinken, aber... Bei mir flattert auch meistens ein ganzer Liter rein morgens früh, direkt nach dem Aufstehen. Ich gucke, dass ich fast schon ja, bis so 12 Uhr, 13 Uhr zwei Drittel meines Trinkens am Tag drinnen habe. So ein kleiner Geheimtipp an alle, die Diät machen, dann oft... SvenLux01 abonniert, vielen lieben Dank und Frizzle Schizzle, danke dir, mein Lieber, für die netten Worte. Pipi müssen hier in der Wettkampfvorbereitung. Verteilt euer Wasserkonsum. Ich mache das alles dann eher immer morgens, mittags und dann im Training ein bisschen. Und abends trinke ich dann kaum mehr Wasser. Also gestern Abend noch eine Coke gesehen. Wenn man zu spät säuft, ne, dann wirst du nachts meistens zwei, dreimal wach. Also ist es bei mir immer gewesen. Und wird der Schlaf unterbrochen und dann musst du auf jeden Fall immer pinkeln. Das nervt. Und das war's. Dazu gibt es natürlich erstmal ordentlichen Batzen an Drugs, ja, dass ich klarkomme. Nee, aber was haben wir da drin? Das wollte ich euch auch mal zeigen. Wir haben ganz wichtig Kurkumin hier, zwei Kapseln drin. Das ist ein Game Changer für alle Entzündungen und... Fitness Alina abonniert mit Prime, Dankeschön. Und Eichelpilz, auch dir. Danke, dir kannst du bitte den Namen umbenennen. Ich mag es nicht auszusprechen. Das macht keinen Spaß. Phil Heath DVD werden wir mit Sicherheit auch mal uns reinziehen. Safe. Und Inflammationen in eurem Körper hilft extrem bei der Verdauung. Also gerade Mädels oder so, die auch einen Blähbauch haben. Fangt an, Kurkumin zu nehmen. Morgens nüchtern, aber ganz wichtig, da wirkt es am besten. Was haben wir noch drin? Wir haben Wobenzym drin, ist auch gegen Entzündungen. Also ich versuche die Inflammation morgens extrem gering zu halten. Dann haben wir von Vario das Lipid drin. Das ist für die Blutwerte ganz wichtig, gerade fürs Cholesterinprofil. Wir haben das Hart drinnen. Da ist auch so ein bisschen Citrullin drin. Das sorgt einfach für einen stabilen Blutdruck. Dann haben wir Meta-Caps drin, weil ich keinen Bock hatte, die Meta-Dose mitzunehmen, denn die hat am Flughafen schon das ein oder andere Mal den Sprengstofftest nicht bestanden. Oh, habe ich ja noch nie gehört, Digga. Futtertaxi, danke dir fürs Prime-Abo. Also, wenn ihr nächstes Mal verreist, nehmt kein Meta-X mit, sonst ist da Sprengstoffgefahr. Die, was die Videos gucken, die wissen es. Also hochexplosiv die Materie, deswegen einfach als Kapselform, ganz chillig. Dann haben wir noch L-Carnitin mit drin und der Rest ist egal. Nee, aber der Rest ist egal, haben wir da etwa ein paar Clenbuterol-Tabletten drin. Ne? Habe ich das hier eigentlich auf mein T-Shirt auch, Clen? Ja, Mann, oder? Nee.
Masteron, Tren, Winstrol, Zug. Nee, kein Clen. Habe ich vergessen. Scheiße. Paco liegt in seinem Körbchen. Sacken TV, danke dir fürs Abo. Das gibt's. Gibt's erstmal als erstes kleines Frühstück hier. Und da mache ich auch nicht lange rum. Die nimmst du alle auf einmal? Die lade ich mir alle auf einmal ins System. Ich muss nur auf zwei Gaben hier. Ich kann halt auch so, ne? Ich schwör's dir, wär Urs eine Mädel und ich auch, dann wären wir auf jeden Fall eine stabile Slut. Nee, Joe, danke dir fürs Abo, Diggi. Kein Würgereflex. WME Tal Addict, danke dir fürs Abo. Ich bin zu Hause. Länger war nicht geplant, nein. Geübt. Und dann kann man in den Tag starten. Gibt es noch ein bisschen Wasser und wir machen uns jetzt auf den Weg und spazieren rüber zum Studio. Es ist kurz vor 8 und bis wir da sind, auch immer wichtig, wirkt die ganze Plörre. Also gerade die Meta-Caps. Auch wenn ihr Meta so sauft und die Zeit habt, wartet so 20 Minuten, bis ich... Mercedes-Benz SEC. Das ist einer, den würde ich mir gerne in der Garage stellen, mein Lieber. Alle Wirkstoffe entfalten können. Trinkt viel Wasser dazu, denn... Olympia ist... Bizeps-Kommando, guten Tag. Calling, Baby. Hier der Multiscrubber. Aber der Multiscrubber, den brauche ich gar nicht, denn wir haben den Dyson gekauft. Und Multiscrubber. 69 Euro, das wäre ja für Alice schon nicht angepasst. Hast du das vergessen? Hier. Wir haben hier die Mischung aus Kreatin, EAAs, Kollagenpeptiden und... Ist da das Fenster offen oder sind die Wände so dünn in seinem Apartment oder Hotel? Das habe ich noch vergessen, Glutamin. Also die Dinge, die man gut braucht, um in den Park zu... Oder ist das Alice? Bestatten. Ich kriege nämlich schon Schwächeanfall. Glutamin, super für euren Darm, für die Verdauung. Also da empfehle ich immer morgens nüchtern 10 Gramm, sogar 15 Gramm. Bei manchen, die wirklich da Probleme haben, sogar 20 Gramm. Morgens und abends. Ansonsten Kreatin. Tausende Fragen gekriegt. Nimm einfach 10 Gramm, 5 bis 10 Gramm. Den Rest scheißt du aus. Und dann seid ihr safe. Habe ich im Morning Drink mit drin, einfach, weil dann... Nein, ich rauche nicht. Ab und an gönne ich mir so eine Vape, aber ich bin nicht Raucher. Vergesse ich's nicht und die Uhr... Tom Platz gucken wir uns auch mit Sicherheit mal an. Uhrzeit ist auch scheißegal. Kollagenpeptide benutze ich jetzt in letzter Zeit, so das letzte halbe Jahr aktiv. Und muss sagen, mein Hautbild und auch die Gelenkschmiere verbessert sich. Ich hatte immer so ein bisschen Patellaspitzen-Syndrom. Und klar, natürlich durch das Dehnen auch, was ich vermehrt mache, aber ich glaube auch durch die richtige Supplementierung, wie dieses Anti-Inflammatorische am Morgen mit diesen, also mit den Entzündungswerten tief halten, habe ich auch im Blutbild dann gesehen, die sind ordentlich runtergegangen, kann man da schon richtig gut entgegenwirken. Ansonsten EAAs einfach für nach dem Cardio, um gleich ein paar Aminosäuren ins System zu kriegen, und deswegen für mich eigentlich das Nonplusultra-Produkt. Könnt ihr alles bei ESN abchecken, Code Polako, wisst ihr Bescheid. Und jetzt würde ich sagen, machen wir eine Abfahrt. Ey, es ist so ein harter Fail passiert. Urs Kalitschinski, gestern Abend, nix ahnend, denkt sich noch, letztes Meal verhaftet, ich war noch auf Insta Live, stell mich dann hier hin, denkt mir nichts Böses, nimm meine Zahnbürste, nimm die Zahnpasta. Ey, warte mal, wenn dem jetzt dasselbe passiert ist, was mir mal passiert ist, ich hab mal aus Versehen, wo war ich da? Wo war ich? Entweder bei jemandem zu Besuch oder ich hab's mir aus Versehen gekauft. Ich hab diesen Kleber gekauft für Gebiss und hab das auf meine Zahnbürste getan. Gott sei Dank habe ich rechtzeitig erkannt, dass das keine Zahnbürste war, Zahnpasta war, sondern dieser komische Kleber da fürs Gebiss. Gott sei Dank, stell mal vor, hast du so Kleber im Maul, Digga. Ekelhaft. Ekelhaft.
Ja, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Livestream an die neuen Jungs und Mädels, die da am Start sind von YouTube oder Instagram, whatever. Viel Spaß damit. Schmier sie drauf, fang an, denk mich so, was hat die da geholt? Was hat die da geholt? Guck, ich steht da, Superhaftcreme. Ja, Mann, genau dasselbe, Alter, wie bei mir. Denk ich mir. Nur der Unterschied, der hat es auf jeden Fall schon im Mund gehabt. Was soll das jetzt sein und warum haften? Dann guck ich, steht da extra Halt und schnelle Wirkung. Denke ich, ja, okay, Halt, keine Ahnung, Krümelschutz. Will, guten Abend. So eine erhöhte Trage kommt vor. Denke ich mir, das kann doch nicht sein, das passt dann alles nicht zusammen. Dann lese ich da unten für Voll- und Teilprothesen, Alter. Alice hat mir irgendeine Prothesencreme geholt und ich habe. Das gab erstmal Ärger, Digga. Da ist die Zahnbürste bestimmt quer durchs Hotelzimmer geflogen. Ich hab mir das Zeug in die Fresse geschmiert. Ich stand hier wirklich, no joke, 20 Minuten und hab mein Maul da und das Waschbecken und irgendwas gemacht. Das war abartig, Digga. Ich brauche deine Zahnpasta, wenn es dir nichts ausmacht. So, Freunde, da es ja ein Full Day of Eating ist, skippe ich mal rüber zur ersten Mahlzeit. So, der geht da spazieren. Dann macht er sein Cardio. Und dann gibt es hier wahrscheinlich den ersten Shake. Mal gucken. Schwitzbombe, wie ich bin. Wir bleiben hydrated. Das heißt. Oder er trinkt einfach Wasser. Wir füllen nochmal auf. Dann gibt es den Morning Drink dazu. Im Stahlshaker von Miracleware. Hält das Ganze nochmal extra kalt. Also Stahlshaker sind das Nonplusultra. Egal ob für warme oder kalte Sachen. Schaut im Shop vorbei. Diesen Ergometer habe ich bei mir in der Garage. Den habe ich geschnappt für 500 Euro, Alter, von der Studioauflösung. Nur ein älteres Modell, aber im Prinzip 1:1 dasselbe Ding. Ist auch nicht von Matrix, aber ist baugleich, original. Ich weiß leider die Marke nicht. Die habe ich aus dem alten Fitnessstudio abgekauft, in Corona-Zeit. Jackpot. Das Ding ist so bequem. Nur seitdem ich Paco habe, mache ich kein Cardio mehr, weil ich morgens früher mit dem eine Stunde, dreiviertel Stunde, je nach Wetterlage, spazieren gehe. Noch ein paar da und dann könnt ihr da auch immer den sehr gerne, Ugur. Vielen lieben Dank. Sommerlichen Morning Drink genießen. Ich sag's euch, je weiter die Diät schreitet, desto mehr genieße ich das Ding morgens. Was ich dann auch immer gern mache. Das haben wir schon sehr, sehr häufig gemacht, mein Lieber, auf andere Videos reagiert. Ich guck wirklich, dass ich habe morgens bestimmt schon 4 Liter Wasser drin bis zur ersten Mahlzeit. Also, what the fuck, was? 1,5 Liter immer am Morgen. Also, ich trinke meistens so 700 Milliliter pures Wasser direkt nach dem Aufstehen. Dann 700 Milliliter mit Meta drin und mit meinem Morning nüchtern Subs, wie ihr gesehen habt. Und dann sind wir schon bei 1,5 Liter. Danach mache ich mir den Morning Drink meistens in so eine Flasche, da sind auch nochmal 1,5 Liter, also 3 Liter und dann gibt es so nach dem Frühstück meistens noch einen Tee oder sowas. Müsst ihr jetzt so viel trinken? Nein, aber dass ein Full Day of Eating ist, gute Grundregel zum Wasserbedarf decken, 1 Liter pro 20 Kilo ist so, ja, das was ich sage, mindestens. Wer hart trainiert, der kann nochmal 1 Liter dann oben drauf rechnen im Gesamten. So hat es ungefähr gerade auch Onkel Marek erzählt. 1 Liter pro 20 Kilo Körpergewicht ist ein guter Richtwert. So, wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, dann trinkst du viel. Kreatin habe ich bis eine Woche vom Wettkampf drin gehabt, also easy rein damit. Das hat nichts mit deiner Diät zu tun. 4 Liter an einem heißen Tag mit asozialer Session dürfen es dann auch mal 5 sein. Fresh geduscht. Du riechst gut. Die Strandmatte, ja klar, das ist das. Ich kann es euch nur empfehlen, holt euch. Die zwei, mehr braucht ihr nicht an Produkten. So, darf ich auch reinkommen oder bleibe ich in der Tür? Tschüss euch, unbezahlte Werbung. Subnizer von Tim Budesheim. Wenn ihr auf Reisen seid, absolutes, wie würde Kai Gedan sagen, absoluter Gamechanger. Das Ding ist so platzsparend, so praktisch, richtig nice. Ich filme den auch immer sonntags auf für die kommende Woche und habe dann alle Dinger immer im Schrank stehen und muss nicht immer aufschrauben, suchen. Kostet zwar ein bisschen, ich glaube 35 Euro, aber vor allem, wenn man viel unterwegs ist oder wenn man einfach mal ein gutes so Struktur haben will, was die Supplements angeht und nicht immer jedes Mal die Dose aufmachen und so weiter,
Das ist Käse. Ich war vorm Stream noch nicht duschen. Ich habe eine Katzendusche gemacht und mir schnell die Haare frisch gemacht. Ich gehe vorm Schlafen duschen. Ich hatte ein bisschen Stress, weil ich war gerade noch, ich hatte ein Meeting noch gerade, so ein Call. Deshalb hat es noch nicht funktioniert. Davor war ich schnell noch Beine trainieren. Deshalb. Der Rentner hat es auch aus der Apotheke, aber da passt nicht so viel rein. Und das Ding ist qualitativ geiler und sieht cool aus. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Ich hab so eine Tür, weil wir gehen gleich zum Frühstück. Ich hab mein Frühstück in der Tasche. Das zeige ich euch gleich. Gehen wir erstmal runter. Warm Wasser gibt's um die Ecke. Ich habe hier schon meine Haferflocken auf der Tasche. Alles abgewogen und beschriftet. Samstagmorgen hier. Alice Ehrenfrau. Gibt's die hier rein. Tütchen Nummer 2, was am Flughafen als Schoder bezeichnet wurde. Das gute kochende Wasser. Und dann mache ich mir noch mein Whey-Pudding dazu. Jetzt habe ich mir hier noch 2 Früchtchen gegönnt. Ein Apfel, eine Orange. Die sollten es machen. Ich habe mir Salz am Start, da kommt auch ein bisschen was davon rein. Mein TÜV ist noch nicht abgelaufen, mein Lieber. Ich war am Freitag und gehe morgen wieder. Gleich kriege ich noch ein bisschen Wasser für mein Whey-Pudding. So, erste Mahlzeit haben wir 640 Kalorien. Oats, Isolat, ein Apfel. Hey, wo ist denn die Orange? Ich coach immer im Schnitt zwischen 30 und 50 Mann, je nachdem. Ne? Ich versuche da nicht allzu viele, also mehr möchte ich auch nicht aufnehmen. Ich mache nicht dieses, es sind nur noch 2 Plätze frei, das ist Bullshit. Aber es gibt Leute, die bleiben einen Monat und merken, es ist nichts für die. Dann gibt es Leute, die sind seit 2 Jahren bei mir. Das ist unterschiedlich. Was haben wir noch hier? Besteht die Möglichkeit, zusammen zum Brosep Abi zu fahren und eine Gym-Session zu starten? Aktuell nicht geplant, mein Lieber. Ja, ich habe mit Brosep lang keinen Kontakt mehr gehabt. Ich denke aber, ich bin bei ihm auf der Evo Classic zu Besuch mit meinem Stuhl. Definitiv. Einmal die Woche TÜV, am besten alle 5 Tage, dann bist du auf der sicheren Seite. Und das wird mein Frühstück für heute sein. Hier wird schon, komm her, Junge. Ja, komm rein ins Video. Bester Mann aus dem Hotel am Start, danke. Versorgt uns hier. Und ja, so starten wir rein. Also Nährwert wird hier mal eingeblendet, der Whey Pudding. Dreimal die Woche Gym würde ich auch Push-Pull-Beine machen, safe. Wird hier jetzt noch zubereitet. So, natürlich wieder die Hälfte daneben gelernt. Also die Mahlzeit wäre jetzt verhaftet, wie ihr seht. Alles fein säuberlich weggeputzt. Und natürlich gibt es nach der ersten Mahlzeit auch noch Supplements. Die gibt es, oder das sind Supplements, die sollte man nicht nüchtern nehmen, denn die können so ein bisschen auf den Magen gehen, wenn man die... Beispielsweise Zink. Niemals nüchtern nehmen, Freunde, vertraut mir. Ich spreche aus Erfahrung. Das gibt grünen Schiss. Nüchtern nimmt es gerade sowas wie Zink oder hier der Athletenstack, der Athletstack. Sind 5 davon drin. Ich nehme 5 morgens, 5 zum letzten Meal. Und dann haben wir da noch UC2 Kollagen drin und 4x Omega. Und den Vario Calm, also das Antistressprodukt, kann man auch als Schwapro nehmen. Aber das ist nochmal ein bisschen komplexer und wirkt besser. Und die gibt's. Ich habe ein dickes TÜV-Problem. Dann melde dich bei Daniel Kubik. Der kennt sich damit bestens aus mit TÜV-Problemen. Immer nach der ersten Mahlzeit. Somit wäre das Ganze jetzt komplett. Jetzt gehen wir aufs Zimmer. Dann habe ich noch ein bisschen Anrufe zu tätigen. Leg mich vielleicht noch kurz aufs Ohr. Also normalerweise würde ich mich daheim jetzt nochmal hinlegen, wie ihr wisst. Und dann holt uns schon Coach Stefan ab. Schön. Oh, Coach Stefan. Was fährt Stefan eigentlich für ein Auto? Würde mich mal interessieren. Welches Auto passt zu Stefan Kienzel? Schreib es mal in den Chat. Flapsi, danke dir fürs Prime-Abo. Der Arme. Wir werden auf jeden Fall weggeprügelt. Die Fliege versucht auch ein bisschen von mir noch was. Mercedes, Porsche, Golf Plus. Weg.
Renomegan. Zu fressen. Ich weiß, wo es gute Gains gibt. Ich schwör's euch, so ein Tesla passt voll zu Kienzel. Ich weiß nicht warum. Was ist denn hier passiert, Alter? CU Games verschenkt 10 Abos an die Community. Ich küsse deine Kniescheibe, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Der hat einen BMW. Was? 7er BMW. Nice. Bin ich früher auch gefahren. Letztes Jahr musste ich den verkaufen, leider mit Motorschaden. In diesem Sinne trinke ich noch meinen Tee leer und dann müssen wir hier eher abhauen, weil wir sind schon wieder zu spät und die haben das Frühstücksbuffet schon abgebaut. Muss wohl einiges nachholen an Fernsehkonsum der letzten Jahre. Das Ding läuft hier durch. Ich feiere es, aber die Kletterer, Junge, wie krank die sind. Das ist echt heftig. Respektiere ich auch extrem den Sport. Guck mal, was der sich hält. Das ist einfach so ein rundes Ding. Aber ich sieb mir hier auf jeden Fall ein Sirup rein. Multifrucht und Blutorange sind absolut krank. Gibt's bei More Nutrition mit Alice, wisst ihr Bescheid? Fahren jetzt zu Stefan. Ich nehme das hier mit. Ich hasse, also Real Talk, ich mag die Hip Baby Reisflocken überhaupt nicht. Ich habe die früher, bevor es kein Rice Pudding gab, habe ich die auch gegessen. Es gab halt nichts anderes. Es gab die, dann gab es noch so, also was heißt Fake Dinger? Eigenmarke von Rossmann, glaube ich, oder nee, DM. Das Problem ist bei denen, die sind stabil, aber nicht im Aufbau, weil du hast davon eine riesige Konsistenz, Riesenvolumen hast. Also davon, also in der Diät, wenn du wenig zu essen hast, ist es praktisch, aber im Aufbau nicht, weil du hängst an der Mahlzeit dann Jahre und die Konsistenz ist so schaumig. Ich weiß noch, früher waren das so die einzigen und dann hat Vajo ESN zum ersten Mal den Reispudding gebracht und dann gab es ja auf einmal in ganz Deutschland den Hype, aber davor haben wir die gefressen. Jetzt habe ich mir gedacht, was ist, wenn kein Wasserkocher da ist für den Reispudding, was er ja nicht ist, habe ich mir gedacht, ich nehme die einfach mit, die kann ich mir einfach so anrühren. Was auch noch dabei ist, ist der Zimtteppich, den habe ich beim Frühstück ganz vergessen in der Tasche. Mein Salz Pre und Post nehme ich mit und 2x50 Gramm. Und da seht ihr mal, wie viel Vorbereitung man braucht, wenn man in der Prep unterwegs ist auf Reisen. Ne? Wahnsinn, Digga. Aber ich würde es mir nicht so abpacken. Ich würde mir den Sack mitnehmen, einfach mal für ein bisschen mehr Geld ein 20 Kilo Gepäck dazu buchen, eine Küchenwaage und vor Ort immer abwägen. Ich hätte keinen Bock, alles in Tütchen abzupacken. Ich habe gar keine Lust drauf. Boah, hier, Pumpbooster ist auch dabei, wichtig. Und Käffchen gibt es bei Stefan, mehr brauchen wir nicht. Das ist echt geil. Warm schon wieder so. Also mir ist es zu warm. Das macht auch Alice, ja. Da haben wir einen 7er BMW. Wahrscheinlich ist das der von Stefan. Digga, der ist nice. Ihr seid pfeifen, echt. Das ist der ganz neue. Der Wagen ist brutal. Das ist so typisch deutsch, Junge. Es ist einmal 30 Grad, oh, es ist so heiß, dann ist es kalt. Mann, der scheiß Regen. Ist so. Es ist nie Sonne in Deutschland. Also echt, ey. Ich erinnere mich an Vorbereitungen, da bin ich in den Bunker gelaufen, da lag Schnee und mir war einfach arschkalt. Dann hast du 2 Übungen gemacht und dein Gelenk war immer noch gefühlt kalt. Deswegen in der Hitze, gerade in Florida, habe ich es geliebt zu trainieren, weil du einfach schon mit so einem Grundschweiß auf der Haut ins Training gegangen bist. Und da hast du dich einfach viel besser gefühlt. Wir sind angekommen im Hause Kienzel. Ich bin zum ersten Mal beim Boss at home. Und natürlich wurde ich gleich versorgt hier. Mashallah. Von der liebevollen Herrin des Hauses mit einem schönen Kaffee. Den gibt es vorm Training. Und ich durfte mich hier breit machen in der Küche und pre-work. Es gibt Reisflocken, Himbeeren und Isolat. 500 knapp Kalorien. Wir können hier ready machen. Hier haben wir. Ich würde schätzen, er wohnt in Wien. Wie immer kennt er ja den Final Protein Pudding. Hier habe ich. Ich weiß gar nicht, ich finde es gerade ein bisschen unfair. Ich habe einfach eine ESN-Schüssel entdeckt. Danke, dass ich auch eine bekommen habe. Ich will auch eine. Coole Sache auf jeden Fall, made for winners. Vielleicht bin ich ja noch kein Winner, deswegen habe ich keine gekriegt. Hier haben wir 80 Gramm Reispudding drin oder die Hip-Reisflocken und ein bisschen von dem Vanille-Flavor Tasty, was ich hier entdeckt habe. Ich habe es noch nicht probiert, das mache ich jetzt mal für euch und gebe euch mal ein Feedback. Da ist, by the way, der Boss. Salam alaikum, Ajabi.
Ja. Und wie ist es Vanille? Vanille geht voll klar. Ja. Im Hintergrund läuft auf dem Fernseher Reaction von mir, von Abo William Kanal, höre ich direkt drauf. Ein anderes neues steht auch da. Schon gekostet? Ja, aber das ist so, ich mag diese Klassiker mehr als so. Die Fruchtdinger sind geil, übertrieben ist schon noch geil, aber die Fruchtdinger sind geil im Quark oder so. Aber so ein Reispudding, 10 Geschichten mag ich eher, so Schoko-Vanille-mäßige. Und wir haben noch ein bisschen Melone. Auf Kienzels Nacken habe ich ein bisschen Melone gespendet gekriegt. Gibt schön Citrullin, schön Pump. Weil ich zu wenig Äpfel dabei hatte. Kann man diese anderen Dinger jetzt spoilern? Die sind gestern gekommen. Willst du uns zeigen? Was? Die Oatcakes? Ja. Zeig her. Willst du uns zeigen? Was Stefan Pre-Workout so isst. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil ich glaube, das steht bei mir nicht offen. Aber ich muss ehrlich sagen, sieht richtig schön aus bei dem. Auch die Treppe und so richtig fresh. Von der Rundsplan. Wir wissen immer nie, ob wir schon spoilern dürfen. Ey, die Dinger schmecken so geil. Kennt ihr noch diesen Energy Cake von früher? Gibt es jetzt auch hier von ESN. Sehr, sehr lecker. Ich habe leider, ist mein Paket nach Polen geschickt worden, als ich in Polen war. Und ich habe einen probiert von Johnny Münster, aber ich habe keine. Keine eigenen, Mensch. Aber wir platzieren es einmal schön, okay? Ja. Wir machen mal. So. Einen hast du schon verhaftet hier. Wie du siehst, Joghurt. Heute. Wie war Joghurt besser? Nein, den habe ich, wie du siehst, noch nicht gekostet. Joghurt war gut. Wir wollen jetzt auch eine Live-Reaction. Also. Eine Live-Reaction? Ja. Joghurt ist besser. Ja? Mhm. Bist du mehr der Joghurt-Typ? Mhm. Weißt du, warum der Joghurt besser ist? Mhm. Weil er im Abgang so eine Frische hat. Ja, das mag ich auch mehr. Der wird ein bisschen mehr im Mund. Mhm. Ja, aber es mögen auch einige. Ja. Also von dem her, Preference. Mehr im Mund haben mögen auch einige. Mhm. Braunes. Auch im Hause Kienzel bin ich wieder mit allem zu begeistern. Aber Stefan wäre nicht Stefan, wenn der nicht noch einen oben drauf setzen könnte. Ich habe leider nur den einfachen Kühlschrank mit nur Wasserspender, den ich selbst auffüllen muss. Der ESN-Pudding mit einer Reiswaffel schmeckt so krass. Wie? Einfach die Reis, da hast du so Crunchy Pudding oder was? Muss ich mal probieren. Stefan hat den Doppelkühlschrank mit Ice Cubes und Crushed Ice. Das will ich auch irgendwann mal haben, wenn ich eine große Bude habe. In meine Bude passt leider so ein Kühlschrank nicht rein. Aha. Nee, da habe ich einen großen, tollen Küchen. Aber dafür habe ich ein riesiges Streaming-Zimmer. Okay. Die ich auch gern hätte. Mischen wir uns jetzt das Pre-Workout an, denn für Schultern, Arme braucht. Dem Stefan geht's echt gut. Ja, es sei ihm gegönnt, wer so viel Ack hat, ne? Der Typ ist von morgens bis abends beschäftigt mit seinen Coaching-Klienten. Sein Handy klebt an seiner Hand fest. Das wird belohnt. Macht man einen dicken Pump, 2 Scoops. Klein extra. Okay. Kann man sich schon gönnen. Du machst dir heute auch anscheinend was extra in deinem Rückentrizep. Genau. Wir brauchen einen extra Scoop, denn wir haben nicht nur Schultertrizep, sondern den Bizep machen wir heute auch. Also, ich meine, Schultertraining kann man es eh nicht mehr nennen, da der Kollege mir jeglich... Als ob Milan eine eigene Bude hat, der ist 15 Jahre alt. Milan ist übrigens im Chat und VIP. Falls ihr Fragen an Milan habt, er ist im Chat. Was er für Sams ballert, was er für einen Stack fährt, nein, Spaß. Aber Milan ist stramm. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald, Milan. Eine Session zusammen ballern. Okay. Nicht mit dem Opa Johannes, mit mir kannst du richtig trainieren. Der Opa macht nur Reha-Training mit dir und da wächst doch gar nichts von. Schulterübung bis auf hintere Schulter und Seitheben gestrichen hat. Also es wird eher hintere Schulter, Seitheben und dann eine Mischung aus Trizeps und Bizeps. Wir haben es jetzt 3:30 und da müssen wir los. Denn danach haben wir noch ein paar Mahlzeiten zu essen. Aber wir haben auch alles mit dabei, deswegen kann nichts anbrennen dann. Ich habe nur die Befürchtung, wir haben kein kochendes Wasser im Gym, aber wir werden uns auch so helfen. Irgendwo. Kleinen Butterrollkleber, jetzt schreibt Milan, fahr mal los in die Schweiz und klopp den Furzmeister zusammen. Ey, stifte den Milan nicht an, die haben sich doch vertragen, die beiden. Ich muss schon hin und wenn nicht im Gym, dann wieder im Hotel. Auch was. Stresst euch nicht. Stresst euch nicht, auch wenn ihr nicht in der Vorbereitung seid. Wenn ihr in der Vorbereitung seid. Es geht nicht die Welt unter, wenn man nach dem Training nicht in den nächsten 5,5 Minuten was isst. Ja. Ihr könnt auch erst ins Hotel gehen, entspannt was essen.
passiert auch nichts. Die neuen Shakes haben einfach 25 Gramm Zucker. Was ist denn da los? Ich finde es perfekt. Ich habe ja immer Pre-Workout Whey oder Isoclear mit Haribos. Und so erspare ich mir die Haribos, da ich direkt Zucker nach dem Training habe. Optimal. Und Freunde, Zucker, ganz ehrlich, Zucker ist nicht wild. Wenn ihr damit nicht übertreibt, passiert auch nichts. Ja? Natürlich, wenn ihr am Tag jetzt 4 Shakes euch reinkloppt mit 100 Gramm Zucker, wenn ihr ein Softgainer seid, dann ist das natürlich nicht so cool. Aber von einem Shake mit 25 Gramm Zucker, da passiert nichts, Mann. Ja. Keine Sorge. Ja, so ist es. Das können Sie auch immer vom Coach unterstreichen lassen. So, hier sind wir wieder. So, und da schließen wir, knüpfen wir am Freitag an und gucken uns das weitere Full Day of Eating an, weil das gesamte Video geht fast 40 Minuten, Freunde. Also, bis jetzt, 2 Meals waren drin, ein Standard-Frühstück Porridge, dann gab es beim Kienzel noch ein Pre-Workout. Ich würde sagen, der ist jetzt, Max, ich glaube, der ist schon bei 3000 Kalorien, würde ich tippen. Aber werden wir dann erfahren. Spoilert nicht. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.